Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-Tainment, heute mit dem Thema Ghostbusters. Ihr habt es natürlich schon gesehen, heute ist es ein Video, was mir ermöglicht wurde von Mighty Underground, vom Dominik und seiner Frau. Die haben einen kleinen, aber feinen Online-Shop. Da könnt ihr gerne mal raufgucken, Links unten in der Videobeschreibung. Übrigens, die Videos sind noch nicht draußen, kommen aber noch. Die Turtles hier, diese Vierer-Turtles, also diese Vierer-Paket, ist auch von Mighty Undergrounds. Die könnt ihr auch dort käuflich erwerben. Er hat mir ein kleines Päckchen geschickt und da drin ist was richtig Cooles. Also Christa, hast du Bock, das mal vorzustellen? Und habe ich nicht lange gezogen und gesagt, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ihr habt es natürlich schon gelesen. Es ist der Employee Welcome Kit von den Ghostbusters. So sieht er aus. Allerdings, wenn ihr was bei den netten Leuten bestellt, bei Mighty Underground, kriegt ihr auch hier ein Lolli dazu und was Süßes. Und was ich sehr geil finde, die haben eine eigene Stickerline. Also die machen so kleine Silbersticker. Ich muss jetzt mal nach vorne kommen, weil die erkennt sonst keine Sau. Das sind jetzt übrigens neue von Dragon Ball und von One Piece. So. Mal gucken, ob er das scharf stellt, wenn ihr es erkennt. Die beiden sind auch dabei gewesen. Sehr schön. Die haben noch viele, viele andere. Das ist halt, wenn ihr was bestellt, kriegt ihr die auf jeden Fall dazu. So, aber heute geht es um das Schätzchen hier. Ghostbusters Employee Welcome Kit von Dr. Collector. Sehr cooles Teil. Die Sachen, es gibt jetzt von Mighty Underground gibt es einen Online-Shop und es gibt eine Facebook-Seite. Ihr könnt gerne im Online-Shop mal gucken, allerdings hat er nicht alle Sachen, die ihr verkauft, auch auf dem Online-Shop drauf. Deswegen ist es immer besser, ihr geht auf Facebook, schreibt ihn an, du sag mal hier, ich habe das bei Christian gesehen oder sonst wo, hast du das da und was willst du dafür haben? Dann kriegt ihr sehr schnell eine Antwort und dann bekommt ihr es meistens. Er hat zum Beispiel, das Teil kostet 39 Euro. Es gibt davon auch noch andere Varianten, von Jurassic Park, Jurassic World. Und noch eine Sache, die ich vergessen habe. Aber schreibe ich ja unten alles in die Beschreibung rein. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was da drin ist. Ich finde sowas ja geil. So diese Movie-Möchtegern-Prop-Dinger. Das finde ich einfach nur geil. So, wir machen es auf. Die Packung ist schon cool. Schick. Ah, mega. Das ist schon mal ein sehr cool gedrucktes Papier. Es ist nicht ganz dünn, es ist richtig schön dick. Man hört's. Und es ist ein Zertifikat. Da könnt ihr hier euren Namen eintragen und da steht Certificate of Anti-Paranormal Proficiency. Also damit könnt ihr euch ein Zertifikat ausstellen, dass ihr dazu berechtigt seid, Geister zu fangen. Und offiziell auch erlaubt seid, das zu machen. Also Zertifikat ist dabei. Dann so ein kleines Notizbuch anscheinend. Equipment Manual and Protocols. Also so ein richtig, richtig cooles, dickes Buch. Nicht für Notizen, sondern da drin habt ihr Informationen über das Geisterjagen. Zum Beispiel hier ist auch geil, eine Visitenkarte von Ray's Occult Books. Also das ist eine Visitenkarte, die könnt ihr rausnehmen. Das finde ich auch so. Das sind so Kleinigkeiten, die auffallen und richtig cool finde. Dann wie man zum Beispiel Telefonate annimmt. Uniforms and Dress Code. Also das ist wirklich alles drin, wie die Uniform auszusehen hat, was dabei sein muss. Dann seht ihr nachher auch irgendwo das Equipment und wie man mit Protoplasma zu tun hat, umzugehen hat. Equipment Instructions, PKE-Messgerät und wo was zu tragen ist. Also richtig cool. Da sind auch keine Seitennummerierung. Doch, sind 134 Seiten in dem kleinen Heft. Also Buch, das ist ja schon richtig hier massiv. Also, zweites Item. Das ist und natürlich ein Ghostbusters Kugelschreiber in Rot und Weiß. Was ist das? Hier ist noch so ein kleiner Topf dabei. Das ist sehr cool. Ein Ghostbuster Ektoplasma Container. Das ist so ein kleiner Kunststoffbehälter. Ghostbuster Logo oben drauf. Ich zeige es euch erst nochmal im Nahen. Und da könnt ihr Ektoplasma Proben einfüllen. Und ihr könnt auf der Rückseite sogar ankreuzen, was es ist. Grün, Pink, Purple. Das ist ja behämmert. Also. Hier kann man ankreuzen, ob es grün ist, pink, purple, blue, also blau oder andere Farbe. Das Ding ist durchsichtig. Warum muss man da ankreuzen, welche Farbe das Ding hat, was da reinkommt? Das sieht man.
Auf jeden Fall ist das dabei. Dann haben wir hier eine Stadtkarte wohl. New York City. We operate 24 hours. Service Map. Oh Gott. Da, ja. Also ist auf jeden Fall Werbung. Who you gonna call? Dün, dün. Dann kann man hier die Telefonnummer natürlich drauf. Das ist so ein Flyer für Leute, für Passanten. Und eine Operate Map von Manhattan. New York Manhattan. Mit den ganzen Einsatzgebieten, die schon absolviert wurden und so weiter. Das ist auch, also ich finde sowas richtig klasse. Das macht mir Spaß. Wir haben sogar Aufnäher dabei. Guck mal, ein Rookie-Aufnäher. Also es ist wirklich ein richtig schöner Aufnäher. Rookie, also Anfänger. Und natürlich das Ghostbuster-Emblem als Aufnäher. Auch sehr stark. Dann nicht zu vergessen, die Ghostbusters Visitenkarte. In allen vier Ecken sollen Doktoren drinstecken. Tut's aber nicht, sondern nur in zwei. Dr. Egan Spengler, Dr. Peter Lentman, Dr. Raymond Stantz und Winston Zeddemore. Dann die Adresse, die Telefonnummer. Das ist so. Ach, schön. Oh, geil. Und hier haben wir einen Vinylaufkleber. Property Protected By. Das ist auch geil. Also wenn euer Haus beschützt ist, könnt ihr das damit kundtun, könnt es auf euer Auto kleben. Dieses Objekt wird von den Ghostbusters beschützt. Als ob sich ein Geist dafür... Oh ja, dann spucke ich hier woanders. Dann haben wir noch einen kleinen Flyer. Also wirklich ein Flyer. Das Bild kennt ihr auch aus dem ersten Teil. Und jetzt kommt, was ich richtig klasse finde. Bis jetzt finde ich ja alles davon klasse. Das ist... Ein Rechnungsvordruck für Geisterfangen mit Durchschlag. Wie geil ist das denn bitte? Ich weiß, es ist total behämmert, dass man sich über sowas freut. Aber wenn ihr die Filme gesehen habt, wie die Filme auch geil findet und so weiter, und dann sowas seht, ich finde sowas klasse. Da kann man auch kann man alles eintragen, was man gemacht hat, was das kostet. Dann subtotal die Steuer mit drauf, den Total. So, das Witzige ist, jetzt haben sie ein bisschen getrickst mit dem Teil. So sieht dann die Box aus. Noch, also das ist leer. Dahinter ist nichts mehr. Das ist leer. Aber hier ist noch ein Metallsticker. Also wirklich eine Metallplate. Das ist Ghostbusters Employee Welcome Kit. Das ist ein Aufkleber. Den könnt ihr euch irgendwo hinbatschen. Der ist richtig nice. Also schön Aluminium, so gebürstet und so. Sieht richtig gut aus. Ah, ich finde das Set mega gut. Das gefällt mir richtig geil. Vielen Dank, Dominik, dafür. Das ist super geil. Mich würde mal interessieren, was in diesem Jurassic Park und sowas drin ist. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Also, das sind, jetzt habe ich gar nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist jetzt die Hülle vom. Habe ich die weggeschmissen? Nein! 8, ich war bei 8, nicht vergessen. So. 9, der Kugelschreiber. Das Buch sind 10. Und das Zertifikat. 11 und der Ektoplasma sind 12. Also 12 Ghostbuster-Items plus die Box. Und hinten drauf habt ihr nochmal so einen Lappen, der zeigt, was drin ist. Das Ding finde ich richtig witzig. Richtig nice. Da kann man sich auch ein richtig geiles Diorama basteln oder so einen Bilderrahmen mit den Sachen dazu. Wenn man hier so ein, ja, wie ich jetzt so eine Lampe noch hat, ein Ghostbuster, sieht man jetzt gar nicht, ne? Da ist noch eine Ghostbuster-Lampe, das Proton-Pack und so weiter, alles kann man sich richtig coole Ecke machen. Ich glaube, wir machen so eine Ghostbuster-Ecke. Wo nur Ghostbuster-Sachen sind. Ich habe jetzt das überverteilt. Da steht ja was und da steht was. Das finde ich richtig cool. Also, das ist doch eure Meinung. Was denkt ihr über so ein Teil? Ich stehe auf so, ja, das ist ja nicht wirklich ein Replika. Das sind ja so teilweise vielleicht so Replikas, aber so filmangelehnte alltägliche Dinge, die man sonst nirgendwo kriegt. Was denkt ihr dafür? Dafür, dazu, darüber. Ihr wisst schon, was ich meine. Bitte kommentiert das mal. Ich bin gespannt, wer von euch da auch so ein Freak ist und das so richtig geil feiert, wie ich das tue. Mega Teil. Richtig cool. Also, ihr kennt eure Aufgabe. Geister fangen, Daumen nach oben, kommentieren und Abo da lassen, wenn ihr wollt. Wird mir helfen, würde mich freuen. Der Kanal wird sich auch freuen. Und ich kann euch noch viel mehr von so einem geilen Zeug zeigen. Und auch mal irgendwann wieder verlosen. Ha! Ich danke euch fürs Zugucken. Nochmal vielen Dank an Mighty Underground, dass ich das Zeug zeigen darf und dass ich das haben darf. Das ist richtig, richtig nett von euch. Dreien mittlerweile.
Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy, ihr Geisterkekse.